Hallo und herzlich willkommen zurück zu Race Room Racing Experience hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Wir machen weiter mit den Porsche-Modellen des ersten Porsche-DLCs hier in Race Room. Blicken auch direkt mal in den Store, da haben wir dann gleich nochmal die Übersicht. Hier sehen wir es nochmal, der Porsche DLC 1 mit dem Cayman GT4 Club Sport, mit dem 911 GT3 Cup, den wir uns heute anschauen werden, und den 911 GT3 R. Den Club Sport haben wir das letzte Mal schon angeschaut, das heißt, wer sich dafür interessiert, der guckt einfach mal in der Playlist und da entsprechend das letzte Video, da kann er das schon angucken. Den 911 GT3 R schauen wir uns dann das nächste Mal an. Da es aber um den GT3 Cup geht, wie gerade eben schon gesagt, und auch im Titel zu entnehmen, ja, würde ich mal sagen, lesen wir uns da einfach mal ein bisschen ein, was denn da von Sector Free Studios, den Entwicklern, in den Beschreibungstext geschrieben wurde. Die neueste Inkarnation des Porsche 911 GT3 Cup basiert auf der 7. Generation dieses legendären Sportautos und ist und wird seinem Ruf in jeglicher Hinsicht gerecht. Kompromisslose Leistung auf der Rennstrecke. Der 4-Liter 6-Zylinder Boxermotor liefert bis zu 485 PS. Die Angriffskraft wird per sequentiellem Sechsganggetriebe zur Hinterachse übertragen. Das Potenzial des 911 GT3 Cup ist im Porsche Markenpokal schon ausgeschöpft, da es dort nur auf die Leistung des jeweiligen Fahrers ankommt. Tja, das hat die Cup-Klasse an sich so, dass es meistens alle dasselbe Material haben, so auch natürlich im Porsche Markenpokal oder beziehungsweise beim Porsche Cup. Super Cup oder Mobile One Super Cup, glaube ich, heißt es ja, oder wie auch immer. Es gibt ja verschiedene Porsche Cups auf der Welt und da kommt es natürlich klar mehr oder weniger auf den Fahrer an. Das Ganze wird geliefert mit 32 Lackierungen von allen möglichen Sponsoren des Spiels. Also wir haben hier KW, Gewindefahrwerke mit dabei, wir haben ST Suspensions, wir haben Race Room hat hier mit zwei, dann haben wir Nvidia, also auch die ja, PC-Sponsoren, wenn man so möchte, haben wir dabei. Intel, Logitech haben wir, Samsung haben wir am Start, AMD darf auch nicht fehlen. Also alles Mögliche mit dabei, verschiedensten ja, Sponsoren und Lackierungen sind hier mit dabei. Also wirklich sehr, sehr coole, wie ich finde. Und natürlich, was auch nicht fehlen darf, ist natürlich die originale Porsche Motorsport-Lackierung, die aktuelle aus dem 2017er Jahr. Und die finde ich sehr, sehr geil und mit der werden wir heute auch unterwegs sein. Also hier ganz klassisch mit dem Porsche Motorsport Design. Ja, als Hinweis zu diesen Lackierungen, ihr seht, ich habe ja alle hier verfügbar und da wurde ich auch schon mal darauf hingewiesen, wie unnötig es doch sei, hier alle Lackierungen zu kaufen. Das ist eine unnötige Angeberei. Ja, das ist ein sehr lustiges Kommentar gewesen, da muss ich schon ein bisschen schmunzeln. Und da möchte ich einfach an der Stelle da auch nochmal drauf hinweisen, dass ich natürlich hier alle Lackierungen habe, weil ich einen Presse-Account habe. Durch den Presse-Account habe ich den Zugang zu allem. Das heißt, wenn neuer Inhalt erscheint, dann habe ich den automatisch, ohne dass ich dafür Geld ausgeben muss. Das hat halt den Vorteil, damit ich dir auch brandaktuell zu diesem aktuellen Content ein Video bringen kann und ich mich nicht in Unkosten stürzen muss. Und ja, das hat ja auch den Vorteil auch für dich wiederum. Das heißt, wenn du dich für irgendwas Aktuelles interessierst, dann kann ich da auch relativ zeitnah ein Video dazu bringen. Beziehungsweise, wenn dich sonst auch irgendwas interessiert, was ich hier mal zeigen sollte in Race Room, sei es eine Strecke, sei es eine Fahrzeugklasse oder ein spezielles Fahrzeug, dann lass es mich einfach in den Kommentaren wissen, dann werde ich versuchen, dem nachzugehen, weil, wie gesagt, wenn ich den Presse-Account schon habe, dann möchte ich den natürlich auch nutzen und dir dann in dem Fall auch was zurückgeben und dir vielleicht deine Kaufentscheidung abnehmen zu können. Gut, ich würde sagen, wir verlieren nicht so viel Zeit. Wir wollen starten. Ganz kurz nochmal vielleicht die Leistungsdaten. Also 485 PS, 1205 Kilogramm Leergewicht, also 1,2 Tonnen und eben der 4 Liter Boxer 6-Zylinder-Motor, also der gleiche, den man auch im aktuellen GT3-Fahrzeug normalerweise hat. Der allerdings dreht nicht ganz so hoch. Der Serien-GT3, der aktuelle, der 991.2, dreht ja bis 9000 Umdrehungen hoch. Der hier ist, glaube ich, so knapp über 8000. Deswegen hat er nicht ganz diese 500 PS wie der GT3. Also ein bisschen weniger, aber im Prinzip steckt mehr oder weniger schon derselbe Motor drin. Und ja, sehr, sehr tatsächlich seriennah am normalen GT3. Es ist wirklich sehr beeindruckend, was Porsche da so auf die Beine stellt, beziehungsweise auf die Straße loslässt. So, ich habe wieder ein kleines Rennen vorbereitet. Wir werden auf dem Red Bull Ring unterwegs sein. Da ist auch der Mobile One Super Cup unterwegs. Und ja, wir haben Gegnerstufe 110, 31 Gegner, das heißt mit uns 32, das heißt alle Lackierungen werden wir auf der Strecke sehen. Schaden alles an, Kraftstoffverbrauch diesmal allerdings aus, weil das ist jedes Mal so eine dumme Rumrechnerei, weil im Setup stimmt es irgendwie nicht so ganz, was da als steht. Und bevor ich jetzt wieder Unmengen an unnötigem Sprit mit dabei habe, denke ich, komm, machen wir es einfach aus. Der Schaden alleine, der Reifenabrieb und so weiter, das sollte ja ausreichen. 25 Minuten fahren wir wieder, Startplatz 13, hoffen wir mal, dass der kein Unglück bringt, aber ich bin nicht abergläubisch. Deswegen wird das schon
passen, würde ich mal sagen. Rundenzeit tatsächlich im Jahr 2016, glaube ich, oder 17, ich weiß nicht, was dieses Jahr, letztes Jahr, war tatsächlich mit den Porsches eine 1:32.3, war, glaube ich, die schnellste Rundenzeit. Ich habe im Vorfeld mal mich ein bisschen eingefahren, habe auch ein bisschen am Setup geschraubt. Ob das jetzt natürlich nicht das beste Setup ist für die Strecke, kann ich nicht behaupten. Für mich hat es aber gereicht, so in der Kürze der Würze, die ich mir gegeben habe. Und da bin ich nicht ganz an diese Zeit rangekommen tatsächlich, aber eine 32,6 habe ich mal geschafft. Allerdings, ob ich das im Rennen drin schaffe, das wage ich mal zu bezweifeln. Wie gesagt, kleines Setup habe ich vorbereitet. Da habe ich ein bisschen was an der Spur am Radsturz eingestellt, Stabi ein Ticken weicher gemacht. Mehr groß kann man da auch nicht verstellen an der Aufhängung. Und Aerodynamik ein bisschen mehr Heckflügel. Es würde noch 9 Klicks, würde auch noch gehen hinten. Bremsdruck ein bisschen erhöht. Und ja, das war es dann eigentlich auch schon am Setup. Und ich würde sagen, gar nicht so viel Schnacken mehr an dieser Stelle. Wir wollen jetzt Rennaction sehen. Und deswegen geht's los. Fliegender Start hier auf dem Red Bull Ring in Österreich. So, jetzt erstmal heißt die ersten Kurven hier irgendwie überleben. Man kann hier auch schon mal gleich als Hinweis geben, die Porsche Cup kommen hier ohne ABS daher. Das heißt, wenn man zu stark bremst, dann blockiert das Ganze. Das Ganze wird allerdings auch in fast jedem aktuellen Porsche-Rennwagen auch per LEDs neben dem MoTeC links und rechts angezeigt. Das heißt, jetzt gerade hat man es auch kurz gesehen, da ist so lila aufgeleuchtet. Das heißt, ihr kriegt auch mit, nicht nur, dass ihr... Wow, da werde ich gedreht. Wow, da werde ich gedreht, was soll das? Das ist auch gemein. Da wurde ich einfach gedreht. Ja, also das heißt, wenn die Dinger durchdrehen, dann hört ihr das nicht nur, weil es quietscht, sondern weil tatsächlich das Ganze auch mit den LEDs angezeigt wird. Das war jetzt natürlich super fies. Warum wurde ich da gedreht? Die sind hier richtig fies. Also ich muss sagen, die KI ist seit den letzten Updates richtig aggressiv geworden. Und das ist super, super ärgerlich. Jetzt bin ich hier, habe ich extra mal gedacht, ich starte mal vom 13. Ja, dass ich mal so ein bisschen eine Chance habe, da nach vorne anzugreifen. Und jetzt bin ich schon wieder hinten. Das gibt's ja nicht. Aber gut, ich nehme es mal so, wie es ist. Also ich behaupte mal, ich bin unschuldig, dass ich gedreht wurde. Aber vielleicht hat man das in der Replay-Cam besser gesehen, dass ich vielleicht sogar die Spur unnötig gewechselt habe oder so. Ich weiß es nicht. Jetzt müssen wir erstmal hier einen Rhythmus finden. Und irgendwie versuchen, dran zu bleiben. Uns nicht zu sehr übertreiben. Ja, wie hier, wieder zu weit rausfahren. Verwarnungen soll ich ein bisschen vermeiden. Allerdings muss man sagen, dass die ganze Geschichte auch sehr pingelig ist. Aber es bleibt ja auch erstmal nur bei Verwarnungen. So, ja, gucken wir mal, was wir in 25 Minuten jetzt noch vom letzten Platz ausrichten können. Ist natürlich jetzt auch eine interessante Challenge. Ich hoffe mal, dass wir jetzt nicht weiter irgendwo gedreht oder abgeschossen werden. Ja, hier muss ich ein bisschen ausweichen, weil der Innen hat ein bisschen Schiss gehabt. Aber wir kommen erstmal ganz gut durch. Ja, Red Bull Ring nicht so einfach zu überholen, wie ich finde. Jetzt wird es hier ein bisschen eng. Aber ich muss jetzt hier jede Lücke ein bisschen nutzen. Wir sind hier im Magenpokal. Jeder ist mit gleichem Material unterwegs. Da muss man jede Lücke nutzen. Sonst wird man gedreht, ja, so ungefähr. Was ich ein bisschen störend finde, muss ich tatsächlich beim Motorenklang oder überhaupt beim Klang des Porsche Cup ist, dass man einfach auch selbst beim Nichtschalten oder beim Nichtlast wegnehmen, dass man das Getriebe hört. Also ich kenne das eigentlich bei so Rennwagen eher so, dass es eher nur beim Verzögern oder beim Schaltwechsel passiert. Man hat es hier allerdings irgendwie auch immer. Also ich weiß nicht, ob das wirklich so ist beim Cup, aber mir kommt es ein bisschen komisch vor. Aber naja, ansonsten, ja, man hat dieses Getriebe, Schrillen hat man extrem im Cockpit, wenn man mal in die Außensicht ganz kurz switcht. Hört man, da hat man das nicht. Da klingt es natürlich mehr nach Motor. Aber das ist völlig normal. Jetzt muss ich von hinten ein bisschen aufpassen. Da macht schon einer Druck. Ich habe jetzt ein bisschen später gebremst, aber ja, habe da ein bisschen verloren. Das finde ich ein bisschen doof, dass in der ersten Kurve links die Auslaufzone hier auch als Abkürzen gilt. Beziehungsweise als Extenden im Fachjargon gilt. Weil selbst die KI nutzt die Weite sehr arg aus und normalerweise, kann man das eigentlich auch machen.
Ich hoffe mal, ich kriege da nicht auf Dauer eine Strafe, aber nicht wundern, dass ich in der ersten Kurve immer dieses Abkürzen bekomme. Also ich werde natürlich die Breite der Strecke schon nutzen. Schade, dass das Regelwerk hier so ein bisschen härter durchgreift. So, jetzt sind wir hier innen. Wir konnten jetzt aber nicht so viel Schwung mitnehmen. Aber vielleicht können wir jetzt vorne bleiben. Versuchen mal ein bisschen Kampflinie hier zu fahren. So, früher auf die Bremse. Kann jetzt nicht so viel Schwung mitnehmen, weil ich das von innen anfahren musste. Und er kommt auch im Konter und er drückt mich einfach weg. Und das meine ich. Die KI ist mega aggressiv geworden. Und deswegen ist es eigentlich keine Schande, selber auch ein bisschen aggressiver die Überholmanöver anzugehen. Vielleicht hätte ich den Kampflinie nicht so fahren sollen. Egal. Jetzt weiter hier ein bisschen Druck schieben. Dann kommt wieder hier zu weit raus. Ja, ansonsten, was soll ich sagen zur Fahreigenschaft des Porsche Cup? Es fährt sich eigentlich an sich sehr gut. Allerdings muss ich sagen, die Bodenwellen der Rennstrecken kommen extrem krass rüber. Also man hat das Gefühl, das Fahrzeug ist bocksteif. Ich habe das Fahrzeug auch im Vorfeld auch mal kurz auf anderen Strecken getestet und es war eigentlich so ziemlich auf jeder Strecke so, dass das Fahrzeug extrem aggressiv auf Bodenwellen reagiert und man hat auf so Rennstrecken halt nochmal einiges an Bodenwellen. Und ja, da muss man echt ein bisschen feinfühlig sein, ein bisschen aufpassen, sich davon nicht so sehr beeindrucken lassen. Muss da auch mit viel Gefühl agieren. Aber im Großen und Ganzen typische 911er-Eigenschaften. Wir können sehr früh aufs Gaspedal gehen, weil wir halt viel Gewicht auf der Hinterachse haben. Also durchdrehende Räder auf der Hinterachse gibt es eigentlich gar nicht. Muss nur ein bisschen aufpassen, nicht zu früh aufs Gas zu gehen, weil sonst fängt das Fahrzeug tatsächlich an zu untersteuern beim Rausbeschleunigen. Das wollen wir natürlich nicht. So, im Mittelsektor hier habe ich sowieso das Gefühl, dass die KI wieder ein bisschen schneller ist. Das Phänomen hatte ich ja schon mal in einer der vergangenen Raceroom-Folgen, dass die KI tatsächlich auf einer etwas erhöhten Schwierigkeit, also ab über 100, irgendwie in den Kurven deutlich schneller fahren kann, als man selber fahren kann. Das habe ich auch mal gefragt und da haben ja auch dann einige das bejaht, dass die KI tatsächlich stellenweise nicht so ganz die Physik teilt, man als Spieler hat. Das heißt, es ist ein bisschen schade, weil man da nicht die Duelle auf absoluter Augenhöhe fahren kann. In der Summe auf die Rundenzeit ist es meistens relativ ausgeglichen. Aber es ist trotzdem ein bisschen schade, dass sie in den Kurven halt so viel mehr Kurvenspeed haben. Das merkt man halt hier insbesondere im Mittelsektor. So, jetzt versuchen wir mal hier auf der Bremse nochmal ein paar Plätze gut zu machen. Oh, der haltet hier schon fast an, aber der fährt ja auch die Kurve super spitz an. Aber bis jetzt läuft es eigentlich ganz gut wieder. Wir kämpfen uns wieder ein bisschen vor, Step by Step. So, jetzt hier nicht zu spät auf die Bremse. Hier ist ein bisschen gefährlich, weil es bergab geht. Da blockiert das Ganze gern mal, wenn man ein bisschen zu stark bremst. Dafür kann man bei den Bergaufpassagen ein bisschen stärker bremsen. So, hier zum Beispiel sind die Bodenwellen extrem. Da versetzt das Auto richtig. Und eben, da hat man auch so das Gefühl, die KI hat das Problem halt gar nicht. Aber ja, man kann ja am den Federweg oder sonst was nichts einstellen oder an den Dämpfern, um das wegzuregulieren. Also kann man da schon von ausgehen, dass die KI da ein bisschen andere Physik fährt. Da bin ich jetzt ein bisschen arg weit rausgekommen. Ein bisschen jetzt da versuchen, mich ein bisschen zurückzuhalten, was das Extenden angeht. Aber das ist gar nicht mal so einfach, wenn man hier ständig Kampflinie fahren muss. Ihr seht, die da vorne, die Extenden auch extrem. Also selbst die KI, ihre einprogrammierte Linie, sagt eigentlich, ja, ihr dürft da drüber fahren. Nur das Spiel sagt mir, nö, du hast abgekürzt. Das ist ein bisschen doof. So ein bisschen zu streng, meiner Meinung nach. Aber ja, meckern auf hohem Niveau. Also die KI an sich mega geil in Race Room. Das macht immer wieder Spaß, gegen die zu fighten. Da haben wir in anderen Spielen und Simulationen, weiß Gott, viel, viel schlimmere
KIs am Start. So, da habe ich ein bisschen stehende Vorderräder gehabt. Aber wir kämpfen uns so Step by Step so ein bisschen nach vorne. Ist ja gar nicht so schlecht. Ja, hier bin ich jetzt ein bisschen zu langsam rein und zu spitz rein. Da wird jetzt der Angriff von hinten gleich kommen. Ja. Ja, guck mal, wie viel schneller die einfach da durchfahren können. Das ist super eklig. Aber es war auch nicht gut gefahren meinerseits. Die Banane hätte ich jetzt eher nicht mitnehmen sollen. Oder hat Probleme hier. Meine Chance, hier die Position direkt wieder zurückzuholen. Also so einen ersten Sektor abschnitten. Da bin ich richtig gut unterwegs. Auch auf der Bremse habe ich so das Gefühl, mache ich einen ganz guten Job gegen die KI. Aber in diesen extrem kurvenreichen Abschnitten, da kommen die halt, oder beziehungsweise mit den extremen Abschnitten mit diesen extremen Bodenwellen, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die ein bisschen besser klarkommen als meine Eins. Aber ich fahre auch aktuell keine so gute Linie, muss man schon so sagen. Deswegen da ein bisschen gucken, dass man da eine gute Linie wieder hinbekommt. Hier eher etwas langsamer rein und dann mit ein bisschen mehr Schmackes raus. Ist, glaube ich, schon die bessere Option hier. Aber im Großen und Ganzen macht der Porsche Cup schon Spaß. Ja, wenn man so möchte, ist halt der Porsche Cup die Rennversion des GT3 RS, beziehungsweise des normalen GT3. Kann man jetzt drehen, wie man möchte. Die einen haben halt nur eine Straßenzulassung und die hier halt eben nicht. So, die zwei haben sich behakt. Meine Chance hier, den Angriff zu starten. Vielleicht kriegen wir sogar beide. Drauf an, wie viel Platz wir jetzt hier kriegen gleich. Aber das scheint ganz gut zu klappen hier. Also man muss bedenken, ich fahre hier den zweitmeisten Flügel und trotzdem komme ich auf den Geraden super, super gut ran. Also entweder fährt die KI tatsächlich mit dem höchsten Flügel, das würde zumindest mal erklären, dass sie vielleicht eventuell ein bisschen schneller in den Kurven können. Aber ich glaube es jetzt fast nicht, dass es an sowas liegt. Vor allem dieser einen Tick Flügel macht dann doch nicht so viel aus. Wobei ich komme halt einfach auch durch die erste Kurve deutlich besser als die Konkurrenten bisher. Das macht natürlich sich in der Endgeschwindigkeit auch bemerkbar. Na, ein bisschen zu früh aufs Gas und jetzt auf den Kies gekommen und jetzt hat es komplett das Ganze verrafft. Ah, ärgerlich. Jetzt sind die Reifen dreckig. Das könnte jetzt hier gleich richtig gefährlich werden. Lieber ein bisschen Vorsicht daran. Ja, ja, man merkt schon, da ist gar kein Grip gerade da. Ja, die Stelle, die mag der GT3 Cup nicht so. Also zumindest in Kombination mit meinen Fahrkünsten mag das nicht so. Da sind so extreme Bodenwellen, da hebelt es das Auto so aus, da verliere ich so viel Haftung und so viel Schwung einfach auch in dem Moment. Und das macht sich halt natürlich auch in der Zeit extrem bemerkbar. So. Jetzt sind wir dran am Race Room Porsche. Es macht aber Spaß, muss ich sagen. Auch wenn wir aktuell ganz gute Rennaction haben, uns nach vorne kämpfen. Leider halt der Dreh am Anfang, direkt zu Rennbeginn. Allerdings, ich würde immer noch behaupten, dass ich da unschuldig war und nicht einfach gedreht wurde. Aber so ist es halt manchmal im Motorsport.
muss ja sagen, vom Klang her klingt ja der aktuelle Porsche Cup schon richtig cool, wenn man es vergleicht zu den anderen Generationen des Porsche Cup, als ich dieses Jahr oder letztes Jahr, ich weiß nicht, wann diese Folge erscheint, da muss man jetzt aufpassen, im Jahr 2017 beim 6-Stunden-Rennen der WEC auf dem Nürburgring war, gab es ja im Rahmenprogramm auch so ein Porsche Cup-Event, wo die verschiedensten Generationen des Porsche Cup mitgefahren sind. Und da muss man sagen, vom Klang her klang der aktuelle, also den wir jetzt hier fahren, schon echt brutal gut. Der hatte schon echt einen bösen Klang. Kommt hier natürlich jetzt im Cockpit nicht ganz so rüber. So, wir haben die schnellste Rennrunde. Das zeigt, wir haben schon eine gute Speed in der Summe drauf. Auch wenn eine 33,4 jetzt nicht so viel wert ist. Ich habe es am Anfang ja schon gesagt. Ich glaube 32,3 oder sowas war die schnellste Rundenzeit im wirklichen Leben hier. Aber wir fahren jetzt hier auch natürlich im Renntrim auch nicht unbedingt die beste Linie. So, der ist immer noch nebendran hier, aber ich glaube, wir haben die bessere Linie jetzt hier. Vielleicht kriegen wir den Monster-Porsche da vorne auch noch. Wobei, der fährt hier schon eine extreme Kampflinie. Boah, ein bisschen zu viel Gas gegeben. Bisschen korrigieren, aber das ist halt beim 911 richtig easy. Größte Kunst ist eigentlich, das Fahrzeug richtig in den Kurven zu positionieren. Das gelingt mir hier aktuell leider nicht so gut wie der Konkurrenz. So. Egal, weiter geht's. Nur, also klar, wir haben schon einige an Positionen jetzt gut gemacht. Trotzdem sehr ärgerlich. Der wäre sicherlich viel gegangen nach vorne. Weil die fahren an der Spitze, würde ich jetzt behaupten, nicht so viel schneller wie jetzt hier im Mittelfeld. Aber naja, so ist es halt manchmal. Man kann nicht alles haben. So, außenrum vorbei. Geht ganz gut in der Kurve. So, nach dem Monster Porsche haben wir jetzt den Red Bull Porsche. Ja, und hier verliere ich immer Zeit gegen die Konkurrenz. Weil ich einfach irgendwie versuchen muss, diese Bodenwellen zu umgehen. So. Oh, das war zu spät. Meinerseits. Aber ich konnte es noch abbremsen, alles gut. Glück gehabt. Ein bisschen zu spät auf der Bremse. Vom Gefühl her. So, probieren wir es auch hier außenrum vorbei. Scheint erstmal ganz gut zu gelingen. Ja. Sehr schön. So, bevor die Zeit abläuft, würde ich sagen, ihr verdient auf jeden Fall noch ein bisschen was vom Motorenklang, sowohl onboard als auch von draußen. Von draußen kriegt ihr natürlich die ganze Rennkulisse ab. Allerdings, da jeder ja dasselbe Fahrzeug hier fährt, ist es ja egal, ob ihr jetzt den Klang von meinem Porsche hier oder von den anderen geballt hört. Deswegen würde ich mal sagen, zwei Runden. Ihr habt jetzt vollen Motorenklang oder beziehungsweise ab der letzten Kurve würde ich sagen, bin ich still.
und Spielsound wird aufgedreht. Deswegen, ja, würde ich einfach sagen, viel Spaß. Da lässt einer definitiv nicht locker. Das war gerade kurz vor dem Abflug. Da muss ich mir jetzt versuchen, hier in dem Abschnitt, in dem ich ein bisschen besser klarkomme, ein bisschen abzusetzen. Ja, zwei Runden haben wir wahrscheinlich noch im Rennen. Jetzt gucken wir mal, ob wir an dem zweiten Race Room Porsche vorbei können. Allerdings wird es jetzt hier ziemlich eng. Legen wir auch einen leichten Schlag ab. Aber alles okay. Am Schluss die Position behaupten können, soll es mir egal sein. Das war zu spät meinerseits. Jetzt wird jetzt der Angriff kommen. Jawohl. Wasser vorbei. Ärgerlich und unnötig. So, das wird wahrscheinlich die letzte Runde sein.
Ja, das haben wir schon fast gedacht. So blöd wie der angefahren ist, habe ich lieber die Lücke offen gelassen. Schade, dass er sich dabei nicht dabei weggedreht hat. Er da verdient eigentlich für die doofe Aktion hier. So, der Nvidia Porsche. Komm, den kriegen wir noch. Leider wieder auf der linken Fahrbahn. Überhole ich nicht so gern hier. Naja, beziehungsweise ich komme nicht mal vorbei. Dammt. Ja, jetzt verbremse ich mich. Räder blockieren. Naja, ist vorbei. Ah. Vielleicht will ich jetzt auch gerade zu viel noch. Ja, damit nur ein 15. Platz, also genau das Mittelfeld. Allerdings muss man ja sagen, wir wurden ja am Anfang mega gedreht und haben uns dann von dem her nochmal gut zurückgekämpft. Ich glaube, ich bin jetzt keine Runde Ideallinie gefahren. Trotzdem konnte ich die schnellste Rennrunde setzen, von dem her alles gut. Wäre ich vielleicht nicht gedreht worden am Anfang, wäre vielleicht ein Kampf ums Treppchen drin gewesen. Aber sei es drum, Spaß hat es trotzdem gemacht, auch wenn die Fights am Ende doch ein bisschen arg ruppig wurden, wie ich finde. Aber ja, egal. Ich hoffe trotzdem, du hattest viel Spaß, gute Unterhaltung. Und dir hat's gefallen. Das soll es gewesen sein mit dieser Ausgabe mit dem Porsche 911 GT3 Cup. Das nächste Mal schauen wir uns dann den 911 GT3 R an, der GT3 Bolide. Und da geht's natürlich auf eine Strecke, wo so ein GT3 halt einfach mal hingehört. Mehr sage ich an dieser Stelle nicht. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.